Willkommen bei CMFKK Television, sozusagen. Nee, auf dem King Khaled Channel. Heute gibt's geiles Training mit Lars. Ich kann mich heute mal in den Körper von Lars versetzen und werde dann mein Training absolvieren. Also ich benutze ihn durch quasi, um mal wieder ein geiles Gefühl zu haben. Ich mental, eher körperlich. Ich freue mich auch schon. Lars hat natürlich die glorreiche Idee gehabt, nach dem Schultertraining noch Arme zu trainieren. Du, alles kann, nichts muss. Wir fangen heute mit Schultern an, mit Trucks. Ziemlich schwer, hat Heiko gesagt. Ist gut so? Oder sieht gut aus, ja. Wichtig ist immer, dass du versuchst, genau Trapez hinter die Ohren zu schieben, mit dem Kopf nach vorne nehmen, ist auch richtig. Weil viele machen die verkehrt, die machen den Kopf nach hinten. Und dann hast du hier natürlich einen Stau, auch einen Nervenstau. Und deswegen bei der Wiederholung nach vorne abknicken und dann schön aushängen. Also schön, dass er wirklich gestretcht ist. Ja, sieht gut aus, gefallen mir. Alright, dann Gewicht drauf, wa? Na, ich hätte jetzt mal so 30 Stück gemacht. Ja? Ja, okay. Richtig Blut reingepumpt. Aha. Und dann im nächsten Satz dann gleich ordentlich gesteigert. So, dass wir hier 3-4 Sätze haben und der Schwerste dann wirklich richtig schwer ist. Genau, wichtig ist, dass du fühlst und dann läuft alles richtig. Damals tatsächlich so praktiziert, dass ich die Aufwärmsätze auch immer bis Muskelversagen gegangen bin schon. Ne? Und wenn es dann mal 50 Wiederholungen geworden sind, war es eben bis so. Muskelversagen? Ja, ja. Ne? Also nicht bei 10 rein, jetzt ist er warm, das wird er heute gern praktiziert. Ist vielleicht auch okay, aber ich habe es halt so gemacht damals, weil ich es auch geil fand. Mhm. Weil dann hatte ich schon so erstmal ein gutes Gefühl drin. Ja. Und natürlich dann schon gut durchblutet und, ja, und angepumpt. Also Blut merke ich halt auch auf jeden Fall. Mir ging es immer nur um das Muskelgefühl da, was ich dann dabei und danach hatte, dass ich hier wirklich gemerkt habe, okay, ich habe hier gerade was gemacht, ne? Mhm. Und nicht bloß eine Übung absolviert, ja, und dann weg schnell. Und dann zählst du die Aufwärmsätze nicht zu den Arbeitssätzen dazu? Nee, also naja gut, zähle ich schon mit rein, aber ich mache 1 bis 2 Aufwärmsätze. Okay. Und bei den Folgeübungen mache ich immer so einen Reinfühlsatz. Aha. Kennst du, mach ja, mach ich auch. Auch. Ja. Und dann wird gleich richtig reingeknallt. Okay. Bist du da nicht danach komplett im Arsch, wenn du das immer machst mit dem ZNS und so? Vom Nervensystem merkst du es nicht? Ja, doch. Aber das, dem wirkt man ja mit Stoff und Essen entgegen. Ja, gut. Und mit Schlaf. Du musst auch sau viel geschlafen haben, oder? 8+1. Aha. Du hast auch relativ viel Rest gemacht. Ne? Du hast immer auch mal gesagt, dass du auch mal einen Tag dazwischen einfach nur einen Tag Pause quasi gemacht hast. Ich habe verschiedene Systeme probiert. Training, Enter Pause. 2 Tage Training, Enter Pause. 3 Tage. Alles mal ausprobiert. Aber in der Off-Season habe ich versucht, 4 bis 5 Tage wirklich extrem schwer zu trainieren und den Rest ausgeruht. Schön aushängen, schön von ganz unten holen. Genau, versuch die Arme gestreckt zu lassen. Ja. Komm, jawohl, schön. Okay, ein Schwer noch. Okay. Okay, das merke ich schon. Der ist vegan und natural aus Österreich. Der ist 20 und beugt 2,70, glaube ich. Also, es ist stabil. Ja. Und ich kenne 2 Leute aus dem Osten, die 400 gebeugt haben. Ne? Das ist der Jens Spitzbart und der Frank Schramm. Komm hoch, den Trapez hoch, komm. Guck dir an, was du machst. Wenn dann, genau, hoch das Teil. Kopf nach vorne nicken und dann hochschieben. Genau, hinten hoch das Teil. Jawohl, komm. Ja, so, jetzt bist du drin. Komm, dann geht noch. 5 Stück. 1, 2, 3. Komm, 4. Und noch 1. Komm. Und weg. Wie viele Wiederholungen soll ich jetzt machen? Eben habe ich ja nur 8 oder 9 geschafft. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bockt dich sowas nicht an? Doch, ist cool. Das sieht doch geil aus. Natürlich sieht das geil aus. Das ist eine Hantel, das ist eine Männerhantel. Und nicht so eine Schwuchtelstäbe, was die da in den Händen haben. Und Hokuspokus mitmachen. So, das ist geil. Da kriege ich schon Ständer, wenn ich gucke. Da will ich ja schon 100 Wiederholungen mitmachen. Du gibst einfach alles, machst so viel, wie du kannst. Und versuchst dann jetzt nicht auf Krampf. Wenn er satt ist, ist er satt. Aber ja, gib ihm Kante. Genau, fick dich. Das ist der erste Gedanke jetzt. Jawohl. Hoch den Trapez. Zieh rein. Nicht mit dem Arm. Mit dem Trapez. Jawohl. Hier, hoch. Hoch das Ding. Reinknallen. Reinknallen. Komm. Ja. Hast du es wenigstens versucht? Das ist doch geil, oder? Jetzt so eine Scheiße mal. Natürlich macht das Bock. Ja. Ja, also, das ist Bodybuilding. Oh. Huh. Schön. Ich habe noch nie Schwachs trainiert. In meinem Leben. Nee? Nee, noch nie. Naja, deswegen hast du ja kein Trapez. Ich glaub, das ja jetzt.
So, dann lass Kurzhandel machen, seitheben. Ja, können wir. Bist du so ein kleiner Ehrgeiziger, ne? Oder habe ich das nicht gehört? War das jemand anders? Ich glaube, du nicht. Nee. Aber worauf wolltest du hinaus? Also mal gucken, wie hoch wir kommen mit dem Gewicht hier. Ja. Ne? Angestrebt sind 50er. Ja. Geil. Ich weiß ja nicht, es gibt immer Leute, die sagen, ja, wenn ich mache das hier zum Beispiel. Mhm, ja, ja. Also man kann es ja so machen, ganz durchgestreckt. Machst du, machst du zum Anfang, wenn du mit leichteren, nur umso schwerer du wirst. Aber wie du, zeig mal den Weg. Ich würde so versuchen und dann ein bisschen, genau hier, ja. Das kleine Stück. Das, genau, ja. Weil guck mal, ein Spiegel, jetzt siehst du mal, denn, wie hoch der seitliche Delta kommt. Ja. Und es ist wichtig, dass der von ganz unten, also du hängst ja eh aus den schweren Dingern, dass der sich wirklich bewegt und nicht nur der Arm hoch. Ja. So. Die mache ich tatsächlich auch im Schulterdrücken. Ja, geil. Schlag. Oh ja. Junge, ich hasse solche Menschen. Ich schwöre. Das Riesending. So Leute, die ihre Scheiße nicht wegräumen, ich hasse solche Menschen. Ich hab Bastard. Nicht zu schnell. Schön mit Muskelgefühl arbeiten. Genau, lass den Muskel arbeiten. Der soll arbeiten. Jawohl. Na gut, komm. Bleib auf dem Fuß stehen. Bleib auf dem Fuß stehen. Ja, so ist es. Und versuchen Rhythmus zu finden, dann geht's besser. Glaub mir das. Zack, zack, zack. Und weg. Versuchst du trotzdem, so gut es geht, nach außen abzustellen. Auch wenn es nicht mehr so wirklich funktioniert. Fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf und weg. Ich habe vorher noch nie mit diesem, am Anfang, dieses, was wir gemacht haben, gerade eben schon relativ des Anschlags, merkt man direkt, ist richtig krass. Schon ein bisschen was anderes. Und ich bin dann noch also viel schwächer in den... Und der Witz ist ja, du wirst ja nicht schwächer dadurch im Laufe der Übung. Ja. Weil das einfach Vorermüdung bin ich ein absoluter Fan von. Hat immer super funktioniert bei mir. Weil du dich richtig schön reinarbeiten kannst ins Training. Mhm. Komm, Maschine, komm. Jawohl. Weiter. Weiter. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und noch zwei. Noch zwei. Und hoch. Das hatten wir jetzt nur immer bei 50er. Ja, denke ich auch. Und dann gucken wir mal, dass wir da zusammen was Vernünftiges machen. Oh, yes. Jawohl. Wow. Weiter, weiter, sieht gut aus, richtig gut. Kommst richtig rein. Jawohl, komm rein, komm, komm. Und weg. Nicht schön, aber hat sie bewegt. Und der hat die Schulter auch noch getroffen. Ihr deswegen noch mit 70. Fürs Video, komm, Bruder. Machen wir, Alter. Egal wie, wenn die sich so ähnlich bewegen wie jetzt, alles gut, Lars. Nee, Mann, Alter. Guck mal, wir machen jetzt Frontrücken, dann machen wir mal was für die hintere Schulter. Dann fangen wir quasi nochmal an, aber nehmen nicht die Grundübung, sondern machen noch ein paar so fürs Muskelgefühl, aber auch mit einem ordentlichen Widerstand. Es ist ja eigentlich logisch, wenn du dich jetzt richtig verausgabst, 100% gibst, wird breiter fassen, Lars. Wird viel breiter fassen. So? Minimum. Echt? Minimum. Krass. Fühlt sich richtig ungewohnt an. Ja. Oh, ich muss dazu sagen, ich mache gar keinen Frontrücken nochmal. Guck mal, und jetzt mal zum Vergleich, häng mal kurz rein und fass mal ganz breit, so wie Markus. Und jetzt drück mal. Aber hat er das nicht bei Bankdrücken gemacht oder war es auch bei Schulter? Da auch. Merkst du es? Ich merke, dass mir die Schulter wegbricht. Die bricht ja nicht weg, aber dass die komplett krass belastet wird. Also bei Brust kann ich mir vorstellen, weil da ist es mehr so, also wenn ich hier breit greife, dann spüre ich das, glaube ich, besser, als wenn ich Überkopf mache. Weil ich habe auch mal die Schulter ausgekugelt gehabt, die linke. Und ich habe immer ein bisschen bei so Drücksachen Angst, dass die, ich habe manchmal so, wenn ich eine falsche Bewegung mache, dann fühlt sich das an, als ob die so rausspringt. Ja, das passiert nur, wenn man keine Muskeln hat. Nee, aber fast... Das war ein Kompliment, oder? Fass die Breite davor an, so wie man... Und dann würde ich so arbeiten. Ich würde noch ein bisschen weiter vorkommen, richtig... Am Kinn lang. Was er auf alle Fälle richtig macht, er hebt die ganze Schulter mit an. Drück sie.
Drück sie mal ruhig richtig mit aus, die Schulter. Weiter. Ah. Weiter, weiter, weiter. Allein. Ah. Ah. Komm mal, drei Stück. Eins. Ah. Komm. Los geht's! Drücken, drücken, drücken! Es geht nicht rein. Es geht. Fuck. Komm mal her. Soll ich helfen? Hilf! Warum geht man sich rein? Es geht nicht rein. Lass mal weiter. Langsam runter. Fuck. Ja, hier ist drin. Alter. Oh, ich hab grad Todesangst. Junge, was ist das denn für ein Schrott? Aber habe ich schon mal hier gehabt. War das die? Alter, wenn ich alleine wäre. Ich glaube, die drüben ist besser. Wärst du tot gewesen? Alter, ich werde meine Schulter wegen. Da habe ich kurz richtig Schiss bekommen. Ich war hier. Ja, René, wegen dir hat's geklappt, Alter. Danke. Mensch, hätten wir den René wieder nicht gehabt, Alter. Nimm mal noch eine 15er auf, wa? Weiß ich nicht. Egal, du bist ja eh da zum Spot. Probier's, komm. Was soll's? Und drüben machen wir eine 10er drauf. Bist hier eine 15er und hier eine 10er? Ja. Jetzt ist hier ungleich, ne? Das ist nicht so ungleich. Die merkst du ja nicht. Du kannst hier auch eine 2 schreiben und da 3 machen. Weil es geführt ist. Ja, stimmt schon. Ist nur so Autismus, glaube ich. Kennst du das? Auch eben, als du die 2 10er und eine 20er drauf hast, fühlt sich irgendwie komisch an einfach. Ja, und auch wenn sie nicht gleich sind, die Scheiben. Genau, und die Scheibe muss auch mal in die gleiche Richtung gedreht sein. Ja, genau. Das ist aber so ein typisches Bodybuilder-Ding. Boah, das ist zu schwer. Laber dich, komm, los geht's! Mann! Raus, die Scheiße! Und los! Jawohl, super, allein. Jawohl, Lars, komm! Ja! Komm! Weiter geht's. Ich mach noch nichts. Jetzt komm ich mit, ganz langsam. Weiter. Zwei Stück zusammen. Reiß dich zusammen. Los. Und noch rein. Hoch. Hoch. Und rein. Sehr schön. Die Pfeife wieder reinigen wollte vorher. Alter, so wie wegrennen ist das. Du traust dir nicht zu, Alter. Du hast Schiss. Ich hab Schiss auf jeden Fall. Ja, aber hab doch keinen Schiss, Respekt. Schiss, dass mir die Schulter gespielt. Nee, du darfst keinen Respekt, Alter, vor den Scheißgewichten haben. Das ist der größte Fehler. Du hast ja gesehen, wie viel Wiederholung du gemacht hast. Ja, unfassbar, Alter. Unfassbar. Das ist alles, Johannes, das ist alles deine Schuld, dass das so eine Weicheier sind. Hast du noch nie eine Verletzung gehabt? Nö. Noch nie? Naja, außerhalb des Studios. Bei was? Na hier, die Quads abgerissen. Bei was? Beim Go-Kart fahren. Stimmt. Hast du die Quads beim Go-Kart abgerissen? Ja. Wie geht das denn? Ja, man soll ja erstmal mit 140 Kilo nicht in so ein Ding rein. Ja. Und dann sind wir hier gefahren, dabei in Marzahn auf der Bahn. Und ein Kumpel, der hatte eine verletzte Hand und der hat sich überschlagen, also ist umgekippt. Und dem wollte ich helfen. Und fahre ran und bremse, weil wir sind da ein bisschen Rennen gefahren mit ein paar Jungs von Oranienburg. Kam einer von hinten, oder was? Ich habe die schon kommen sehen alle. Ich dachte, oh, die fahren voll über ihn drüber. Habe ich gebremst und wollte raus. Und aus der Position Vollgas rausgedrückt. Bam, Alter. Beim Hochdrücken. Durch diese explosionsartige oder ruckartige Bewegung. Beide Seiten, Knien raus gleich auch. Und oh, Alter. Das Schlimmste war, ich bin reingesackt denn dadurch. Und das war die Position. Da habe ich geschrien, durch den Helm haben die mich bis ganz vorne gehört. Und die Go-Karts sind ja auch laut. Da habe ich gesagt, holt mich raus. Dann haben sie gemerkt, dass mit mir auch was ist. Haben sie mich raus, da habe ich mich wie so ein Brett erstmal hingelegt. Dann haben wir Krankenwagen gerufen. Scheiße. Anstatt die Wichser da mich von der Bahn holen, sollte ich dahin laufen. Da haben sie mich wie so ein Brett hochgehoben und dann bin ich da so, weil jedes Anwinkeln war wie, als ob hier in einem Messer reinsticht. Ja. So. Dann bin ich so und musste über die Körbe noch drüber, so wie so ein Spaß zum Krankenwagen gelaufen, sagte ihr Fotzen, ey. 2. Noch ein. Und schön, komm, lass. Durchdrücken. Rein. Nee, mach den unten, ja. 1. Gleich raus. Gar keine mehr Kenke machen hier. Ja. Alter! Komm. Ja, der war auch schon besser. Ja. Und rein. Alter, meine Schulter fallen gleich. Weiter. Weiter. Ausdrücken. Geh kurz bis 5, dann machen wir noch ein paar Teilwiederholungen. Einfach andrücken.
So gut wie es geht. Und los geht's. Ja. 3, 4, 5. Und rein. Okay, sind wir auch durch hier. Was hältst du denn davon, dass der Herr nur alle 2 Wochen seine Beine einmacht? Naja, wenn er einen vernünftigen Sechser-Split machen würde, dann wäre es ja gewollt, weil es gar nicht anders geht. Ja. Wenn er jetzt bei 4-mal Training 2 Tage mit in die nächste Woche nimmt, dann kommt das so ungefähr in 8 bis 10 Tage. Mhm. Aber 12 Tage, weil die Idiotie ist ja dabei, der Gedanke, das ist schwules Bodybuilding, die Beine nicht zu trainieren, weil sie dominieren und eventuell wegwachsen könnten. So, jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt ein Typ und hat Riesenbeine. Der Rest ist okay, aber er hat Riesenbeine. Ich gehe mit Heiko mit sehr viel überein, aber da sehe ich nach wie vor so, Ich glaube, Heiko wird mich in die offene Klasse stecken. Das ist der erste Unterschied. Und nur auf dieser Entscheidung habe ich das Beintraining so gestaltet, weil ich nicht mehr Gewicht zunehmen will. Wenn ich weiter Beine trainiere, man sieht, Beine sind im Gegensatz zum Oberkörper zu gut. Oder der Oberkörper zu schlecht. Wenn die Beine noch besser werden und mir wegwachsen und ich dadurch Gewicht verschenke, was ich normal am Oberkörper draufpacken könnte. Dann gehst du in die offene, packst oben genau das Muskeln, weil alles andere macht für dich keinen Sinn. Du bist kein Classic-Athlet, Alter. Ich finde es interessant, dass du... Wer hat dir denn die Scheiße eingeredet? Guck dir mal an. Da steht da wie so ein Ikea-Schrank steht der da und labert von Classic. Ich finde es sehr interessant. Voll was am Zwirn, der Typ, Alter. Dass du William als Classic-Bodybuilder siehst und mich nicht. Das finde ich sehr interessant. William bringt da sicherlich mehr mit als du. Glaube ich nicht. Weil guck mal, wenn du jetzt mal tatsächlich mal so das nicht nur heute so machst, sondern mal permanent ein halbes Jahr mal so arbeitest und dich dementsprechend ernährst, was denkst du, was mit dir passiert? Ja, auf jeden Fall mehr. Das stimmt, da bin ich gar nicht mit dir. Aber warum will man sich denn limitieren? Warum will man denn nicht sein bestes Paket von sich selbst bringen, um zu wissen, wie gut kann ich werden, wie massiv kann ich werden? Vielleicht, wenn man das nicht so schön oder stehen soll. Gibt's auch so Leute. Aber ist doch egal, du bist doch eh nicht schön. Dann kommt es doch darauf auch nicht mehr an. Das sehe ich anders. Ja. Und der Rest von deiner Community auch. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja. Nee, wie gesagt, ist alles so für mich, weil ich verstehe, was für mich... nicht richtig mit Bodybuilding zu tun hat, sich diese zu limitieren, um hübsch zu sein. Eigentlich. Ich glaube, wie gesagt, der Konflikt liegt in dieser Grundannahme, dass ich offene Klasse. Wir haben ja keinen Konflikt. Nee, ich meine aber die Unterschiedlichkeit in der Meinung, weil sonst gehe ich mit dir vollkommen überein. Das Ding ist ja, heutzutage quatschen ja viele so wie du. Ja. Hat sich weiterentwickelt. Na, ich weiß nicht, ob sie sich weiterentwickelt haben. Ins weitere Bodybuilding sich entwickelt hat, aber es hat sich auf jeden Fall entwickelt. Vielleicht haben sie sich vom Kopf her weiterentwickelt, aber die Körper entwickeln sich ja zurück offensichtlich. Na super, also kontraproduktiv die Scheiße. Lass die Hände hier und jetzt zu hier hin. Genau. Genau. Und ruhig mit Schwung hoch, aber nach vorn. Nach vorn. Ich spüre die halt so ein bisschen besser. Na, dann mach deine Rückenübung. Ich mach anders. Ich mach wie du. Wieder so 1-2 Sätze, ein bisschen leichter und dann... Nö, jetzt kannst du ja schon... Okay. Du hast ja gerade leicht gemacht. So, was willst du machen? Realistisch? Na, nimm, mach wirklich die Steigerung so wie vorhin. Okay, also jetzt 30, 35. Genau. Schön die Schulter arbeiten lassen. Jawohl. Mein Problem ist da immer, dass mir das Blut ins Gesicht, im Kopf läuft. So, ich kipp fast. Ich wollte gerade sagen, warum hast du mit dran aufgehört jetzt? Nach vorn. Ja, genau so. Jawohl. 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 Konzentrier dich da drauf. Jawohl, komm. Komm, Lars. Komm. Noch 10. Noch 9. Mit Schwung. Noch 8. 7. 6. Komm. 3. 2. Kurz vor mal Stickungsdosen. War gut. Ja, bei dir kann man so viel rauskitzeln. Du bist eigentlich einfach nur eine faule Sau. Oder du traust dir viel zu wenig zu. Du hast so viel Bums in deinem Körper, bloß der Kopf, der ruft es nicht ab, weil da ist wie so eine Sperre, wie so eine Blockade drin. Nee, kann man richtig schön sehen. Mach mal weiter, höher. Das Ding arbeitet, Alter. Brian. Okay, gut. Kann man richtig sehen, wie der Höcker hochkommt. Also genau getroffen. Richtig geil. Das ist auch so voll. Ich kann die gar nicht nach hinten mehr ziehen, weil der so voll ist.
Boah, Junge, es ist so viel schwerer. Alter, ich mache die nochmal als zweite Übung. Ich mache hier die Hälfte vom Gewicht. Ein bisschen ruhiger. Guten Rhythmus, aber ein bisschen ruhiger. Beim Hochgehen mal leicht nach vorn gehen. Ja. Nicht nach hinten, sondern nach vorn. Mach leichter. Oder mach Pause. Mach Pause und den nächsten. Versuch mal beim nächsten tatsächlich, anstatt gegenzuhalten beim Körper, als Gegengewicht, mal ein bisschen reinzugehen in die Übung. Weil du kommst dann doch noch tiefer in den Kopf rein. Ellbogen höchster Punkt. Ja. Nicht schneller werden, nicht schneller werden. Arbeite mit dem Muskel. Ja, das muss jetzt wehtun. Jetzt musst du dich durchbeißen. Reinbeißen, richtig reinkrallen in die Wiederholung. Das, du weißt, das geht noch. Du weißt, das geht noch. Okay, okay. Schön. Komm, kämpfen oben, gerade im oberen Bereich. Da musst du ein bisschen mehr Biss zeigen. Ja. Ja, genau. Das ist es. Reinkämpfen. So wachsen die Schultern. Okay. Da würde ich sagen, dann nehmen wir eine Druckmaschine mit parallelem Griff. Dann machen wir zum Schluss nochmal Kabel. Links in der Ecke die? Hm? Hier links in der Ecke die vielleicht? Ja, welche gut ist für dich. Ja, hier die manchmal hier so greifen. Ja, genau. Dann machen wir nämlich die letzte Übung machen wir im Supersatz. Dann machen wir am Kabel hintere Schulter. Aber wir haben ja schon. Nee, warte mal. Ach doch, nee, das war ja. Normalerweise kann man jetzt noch einbauen anstatt der Übung entweder Kabel von vorn. Wichtig ist nur, dass er wirklich aus dem Stretch kommt und nicht hier anfängt. Oder Kabel von hinten, selbe Prinzip. Und dann wirklich darauf achten, dass er die Schulter mit anhebt und nicht nur den Arm bewegt. Ne? Die Schulter, die muss immer mitkommen quasi. So, Full Stack, Lars, jawohl, so kennen wir dich. Lars Dietrich. Also ich kriege meine Schultern gar nicht mehr in die Position rein, weil die so voller Blut sind. Weiter. Komm, noch 10 Stück. 1, 2, 3. Genieß den Schmerz, dafür ist er da. 4, 5. Super. 6. Ausdrücken, komm. 7 ausdrücken. Ja. 8 ausdrücken. 9. Komm, komm, komm. Und noch rein. Und alles. Ausdrücken, ausdrücken, ausdrücken. Oh. War sehr gut. René, hast du hier schon ein paar Übungen fürs Armtraining jetzt? Schon zu Heiko gesagt, danach haben wir keine Arme mehr. Oh. Ich weiß nicht, ob es am nassen Shirt liegt, aber irgendwie sieht er obenrum anders aus wie zum Anfang. Ist nur das Shirt. Alle bei ESN.com kaufen mit Code Ludwig. Für den maximalen Rabatt. Hey, das ist mein Video. Sorry. Dann mit Code King. Bei ESN.com. Genau. Komm. Durch, durch, durch. Jawohl. Durch, durch. Zwei Stück schaffst du noch, komm, lass. 1, volle Kanne. Und noch ein. Und jetzt noch ein paar halbe hinterher. Fix doch alle. Okay. Vor allem die Teile, die hängen ja dann auch so rum, sinnlos. Das tut ja auch richtig beim Hängen weh alles. Das ist richtig, richtig krass. Fuck. Aber so wachsen Schultern. Und versuch mal, Lars, in die Übung rein zu beschleunigen. Also, dass du nicht am Ende quasi abkackst, sondern dass du aus dem Muskel raus anfängst und dann in die Übung rein beschleunigst, sodass du hinten am Peak wirklich tief reinkommst. Immer den Ellbogen höher beim Hintergehen. Komm, jetzt arbeiten, abliefern, komm. Komm, Lars. Jetzt doch mal aggressiv. Meinst du, dass
deine, also um das jetzt böse zu meinen, deine Bequemlichkeit im Kopf, so wie du dein Training gerade hast, auch dafür zuständig ist, dass du zum Beispiel erstmal nicht über einen Coach-Wechsel nachdenken würdest, weil du jetzt in deiner Komfortzone bist und das eigentlich funktioniert und dir egal ist, dass es theoretisch auch andere Wege gibt, die besser laufen könnten, weil du dich gerade einfach wohlfühlst mit dem, wie du es machst? Ich finde, das kann man nicht so schnell beantworten. Ja. Komfortzone würde ich nicht sagen. Ich will ja schon auch das Beste für mich rausholen. Und es gibt ja auch, selbst wenn ich in der Classic bleiben würde, auch wenn da Leute nicht mit übereingehen, es ist ja trotzdem so, dass man auch da besser werden kann und auch da mit einem anderen Coach vielleicht anderen Erfolg hatte oder andere Methoden angewandt werden. Für mich ist es also keine Komfortzone, da zu bleiben, sondern ich sehe momentan ziemlich guten Progress bei mir. Im Gegensatz zu letzter Zeit, weil ich meinen Körper jetzt auch schon ein bisschen kenne und weiß, von wo ich gestartet bin und in welcher Zeit es jetzt wie vorangegangen ist. Was ich aber sagen muss, ist, dass ich manchmal Intensität, glaube ich, noch höher haben könnte, auf jeden Fall. Sowas wie jetzt zum Beispiel. Es ist auch ganz egal, welchem Trainingsprinzip man angehört oder so. Ob jetzt HIIT oder Volumen, sei mal dahingestellt. Aber diese Intensität im Training, das muss bei jedem so aussehen. Und auch wenn du nur zwei Sätze oder drei Sätze hast, jetzt pro Trainingssystem, musst du trotzdem genauso Gas geben. Und ich glaube, dass wenn man manchmal nochmal mit jemandem trainiert, der schon mal da war, wo so 99% der Leute nicht hinkommen, dann gibt das nochmal so ein bisschen Arschtritt und leitet einen manchmal so ein bisschen mehr in die richtige Richtung. Insofern versuche ich immer aus allen Trainings was mitzunehmen. Und genauso ist es auch hier. Ich kann da auf jeden Fall Sachen draus ziehen. So, der eine oder andere sagt, das ist Quatsch. Der andere sagt, das ist super. Man muss immer versuchen, finde ich, viele Sachen zu hinterfragen, auch sich selbst. Und auch andere Leute versuchen, offen zu sein für Tipps. Und das versuche ich eigentlich von jedem. Also von jedem, von dem ich denke, dass es sinnvoll ist. Genau. Ja, das meine ich wieder. Meinst du, dass der aktuelle Fortschritt daran liegen könnte, dass du einmal im Monat mit Heiko trainierst? Das kann auf jeden Fall sein. Also ich, meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, Lars trinkt gerade aus dem falschen Glas. Ja. Das soll nicht heißen, dass ich das richtige Glas bin, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, bei dem Potenzial, was er mitbringt, braucht er ein anderes fachliches Wissen. Und ackern und rein. Und ziehen. Und rein. Komm, dir wird nichts geschenkt auf der Bühne. Schmerzen, Verlust. Genau so. Im Peak ruhig halten, das ist richtig. Aber schön mit dem Muskel. Hoch den Trapez, hoch das Trapez. Naja, bewegt sich doch noch, komm. Okay. Ist auch ein guter Skill, den man auch braucht, ne? Viele können das nicht, die müssen sich ihren Rauchen machen, tun. Aber ich glaube, wenn du einen Tagesrhythmus hast und ein bisschen strukturiert bist, dann weißt du, wenn du dich abends hinlegst, ist Feierabend. Da bist du nicht mehr aufgedreht, weil der Körper ist so im Arsch, dass der freut sich dann, wenn er zugefressen ist, dieses wohlige Gefühl. Und dann, oh, jetzt ist Ruhe, okay. Bei mir ist durchaus diese Schlafmaske, diese CPAP, kennst du die? Ja, habe ich noch nicht gehabt. Ja, hätte ich mir vielleicht zugelegt damals, aber haben wir nicht gemacht. Ich merke schon echt einen Unterschied, seitdem ich die benutze, dass ich morgens nicht mal so verklatscht bin, sondern ich stehe auf und bin so wacher. Ich hab gelesen, soll richtig was bringen. Ja. Und was wir hatten, da gab es im Bodyshop so eine Sauerstoffflaschen. Ja. Mit so einem Ding fürs Training. Ja. Konntest du dann ein Sauerstoffzelt so. Ja. Konntest ein paar Züge nehmen und dann fürs Blut auch besser. Ja. Oh. Genau so. Langsam runter. Jawohl. Hochschmeißen, genau. Hochschmeißen und langsam runter. Entgegenhalten, komm. Mami geht jetzt. Okay, Feierabend. Schönes Training, Lars. Hast du gut abgeliefert, kann man nicht anders sagen. Danke. Für mich hat es auch Spaß gemacht, aber kaputt. Und Arme werden jetzt auf keinen Fall mehr gegangen. Hast du schon recht. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich, dass Lars so abgeliefert hat heute. Danke fürs Training auf jeden Fall. Hat mir riesen Spaß gemacht, ohne Scheiß, weil wenn ich sehe, die Jungs bemühen sich, dann macht es natürlich auch Laune. Dann macht es natürlich auch Spaß, so einen kleinen Mehrwert mitzugeben. Das ist der Sinn der Aktion am Ende. Und ihr habt ja gesehen, Lars hat ordentlich Gewicht bewegt. Das freut mich dann umso mehr. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer King Kalle. CMFKK TV ist out.